Die Biobäuerin Olga Voglauer aus Dudmannsdorf in Unterkärnten, Agrarsprecherin der Grünen, ist nun an Bord. Danke, Herr Präsident. Spoštovana visoka hiša, werte Kolleginnen und Kollegen. Es scheint für viele Bäuerinnen und Bauern nicht denkbar, dass eine Lebenslandwirtschaft mit Tierwohl ohne Vollspaltenböden wettbewerbsfähig zu gestalten sei. Es scheint für viele Betriebe eine Bedrohung zu sein, wenn zukünftig von einem reduzierten Fleischkonsum gesprochen wird. Und es scheint für viele undenkbar, dass eine tiergerechte Landwirtschaft zeitgemäß und leistbar sei. Fakt ist, für all diese Ängste bietet das Tierschutzvolksbegehren, eingebracht durch Sebastian Bornmena, die Lösungsansätze. Wofür steht das Begehren? Das Begehren steht für eine zukunftsfähige, tiergerechte Landwirtschaft. Es steht für öffentliche Mittel, die für Tierwohl eingesetzt werden, und für mehr Transparenz für Konsumentinnen. All das sind Anliegen, die wir Bäuerinnen und Bauern selbst klar formulieren. Wir sind überzeugt, jetzt ist die Chance, gemeinsam mit Bäuerinnen und Bauern die Zukunftsweichen zu stellen und den Systemwandel mit einem entsprechenden gesellschaftlichen Beitrag zu schaffen. Weg vom Anprangern hin zum Schaffen von Angeboten, zum Gestalten und Aufzeigen von Optionen und letztendlich der gesellschaftlichen Vereinbarung, neue Wege auch gesetzlich zu verankern. Einiges haben wir bereits am Weg. Morgen beschließen wir in diesem Haus einen Antrag raus aus der gentechnikveränderten Fütterung. Das heißt, das Ziel wird morgen definiert. Und das Ziel wird auch morgen definiert, das AMA-Gütesiegel beim Tierwohl weiterzuentwickeln. Es wird aktuell die gemeinsame Agrarpolitik verhandelt und gestaltet. Und gerade hier liegen die großen Möglichkeiten, die Transformation einzuleiten und aktiv zu unterstützen, damit niemand zurückbleibt. Das heißt, der Weg zum Tierwohl kann nur ein gemeinsamer sein. Und mehr Tierwohl heißt gleichzeitig mehr Klimaschutz, also eine Landwirtschaft im Sinne des Green Deals. Es ist der neue österreichische Weg, weg vom alten Denken hin in die neue Zeit des Tierwohls. Und der beginnt jetzt. Vom Hof auf den Teller mit aller Transparenz, mit mehr Tierwohl gewinnen wir alle. Dankeschön, Qualer.